So, haben wir das Chakram wieder. Gott. Denke ich, werde als nächstes zum blauen Bereich gehen, ja. Das heißt, ich sollte erst zum Warp gehen, dann da runter, dann da. Okay. Also gehen wir wieder zurück zum Warp. Ach, verdammt. Ja, jetzt bin ich. Komm ich da überhaupt wieder rein? Nee, dann gehen wir hier rechts. Okay. Zum nächsten Warp will ich. Also rechts, rechts, rechts und dann nach oben in dem Gang. Okay. Da kam gut. So, hier nach ganz oben und dann auf der rechten Seite. Wow. Okay. Dahin. Und dann da nach ganz oben. Da sollte ja noch Loot sein. Wahrscheinlich. Wenn ich drüber nachdenke, fehlt uns eigentlich noch eine Verbesserung für Feuer. Also denke ich, das werden wir da kriegen. Ihr nervt. Nein, ups. Ah, okay. Na, wieso? Dankeschön. Ab. 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 Das ist Ifrit. Ifrit. Mit Doppel-E. Firestorm. Hier wird er anders geschrieben. Okay. Firestorm. Also wird das gleiche sein wie der Windstürmer. Wo gehen wir als nächstes hin? Da könnten wir noch. Nee, da war ich. da unten ist noch eine Tür gelb. Da könnte ich noch hin. Da will ich hin, ja, glaube ich. Da, wo die Tür gelb ist, da will ich hin. Und da ist nämlich auch noch was anderes in türkisfarbener Tür. Das heißt, ich muss jetzt zum Warp, der hier unter mir ist. So wie ich eben gekommen bin. Schon das kürzeste. Wird mir noch ein bisschen XP mit auf den Weg geben. Dankeschön. Das wäre dann dementsprechend hier. Ja, ne? Irgendwo hatte ich nicht irgendwo noch eine dunkle Tür gesehen, wo noch was Wichtiges hinter war? Nee, ne? Nee. Nur das, also die Türkise, die jetzt hier da unten ist. Bei Grün. Da gehen wir gleich hin. Ich habe vergessen, wie das hier aussah. Ja. Ah, hier, Feuer-Upgrade, siehst du? Ich habe eben gesagt, das fehlt, ja. Mehr Angriffskraft, wenn man Feuer hat. Das da auch noch, aber die türkise Tür, da waren wir auch noch nicht. Cool. Cool, One-Hit. Guck mal. Der Angriff vom Feuergeist sieht jetzt auch mächtiger aus. Ja, hier, genau. Die Tür gerade, also auf der Karte sah es gerade so aus, das könnte man nicht durch, aber. Alles gut. So. Was haben wir hier? Nein. Na. Na, ich krieg das nicht rechtzeitig hin, hä? Shit. Okay. Ah, okay, geschafft. Indra. Was ist denn? Mein neuer Lieblingsbogen anscheinend, wahrscheinlich. Oh, oh ja. Oh ja.
Ein Bogen, von dem gesagt wird, dass die Götter ihn benutzt haben, um die Erde zu zerstören. Okay. Nein, falsch. Auch gut, wollte ich das so mal testen, aber... Aha. Der sieht aus wie die Rüstung der Schwarzen Ritter, ne? Okay. Cool. Haben wir das. Wo gehen wir als nächstes hin? Ja, dann können wir jetzt endlich wieder weitermachen, ne? Da oben, wo es weitergeht. Ich glaube, die Karte sagt sonst nichts weiter aus. Wo ich jetzt was sehen würde zumindest. Ja, müssen wir in dem braunen Gebiet da zur rechten Türkistür. Das ist ganz schön weit weg. Das ist ganz schön weit weg. Ah, wir gehen jetzt erstmal zum nächsten hier, Warp-Punkt. Geh mir aus der Sonne. Na. Firestorm wollte ich nochmal ausprobieren bei irgendwem Gegner. Hier zum Beispiel. Da. Ist das das nächste? Sieht so aus, ne? Da ist noch was. Da in der Nähe. Also da geht's noch irgendwo hin. Heißt, ich sollte da auch noch mal lang gehen. Aber ich glaube, das ist trotzdem das nächste. Da kann ich auch speichern unterwegs. Das andere wäre hier. Und das ist ja arschweit weg. Wobei. Da hoch, da links, links. Vielleicht nehme ich das. Aber da ist kein Speicherding unterwegs. Warte mal, dann sollte ich hier speichern. Weil sterben ist uncool. Da. Da ist ja noch in dem braunen Bereich, geht es ja noch runter an eine Stelle. Das könnte ich noch fangen. Yeah. Hoch. Erstmal hoch, hoch, hoch. Dann ganz oben nach links. Nee, hier muss ich nach links, da unten. Ohne Karte hätte ich hier keine Chance, mich hier zurechtzufinden. Dafür sehen sich zu viele Sachen zu ähnlich aus. Also, ja. Steigt die XP-Leiste überhaupt noch? Irgendwie merke ich da keine Veränderung. So, hier nach unten. Hi. Hier wird jetzt irgendwie eine Waffe liegen oder ein Shop oder ein Teleport oder irgendwas. Nee, hier geht es ganz schön weit weiter. Hi. Du stehst da irgendwie im Weg. Ah, im Ernst? Achte mich auf. So. Ein Bogen, der wahrscheinlich schlechter ist als der, den ich jetzt habe. Apollon. Oh, Heiligelement. Ha, interessant. Na gut. Eine Option auf jeden Fall. Danke. Ah nein, ich wusste, was kommt. Oh Mann.
Da unten ist noch einer, ne? Nee. Hier nicht. Chakrams sind toll. Hier waren zwei, okay. Bam! Was? Hoch da! Jetzt muss ich rechts. Ich seh dich. Okay. Auch dich sehe ich. Okay. Einfach nur ganz langsam durcharbeiten. Unter den Basilisken bleiben. Alles cool. Ich hätte mir vorher schon mal die Chakrams holen können, Wäre das so viel einfacher geworden anscheinend. Aber auch gerade gegen die hier, ne? Also, die können einem ja gar nichts, wenn du einfach nur weit unter denen stehst. Ja, nein. Habe ich Heiltränke verbraucht? Nee, nicht wirklich. Okay. Dann können wir hier direkt weiter. Jo, was ist das für ein... Warum sieht das da so anders aus? Das Fleisch hier. Vergiftet irgendwie. Bin gespannt. Hallo, Boss. Carla schon wieder. Carla, du auch. Tod heißt gar nichts in dieser Welt. ja. Scheint, als wäre das wahr. Wenn du dir wünschst, in die Tiefen dieser Welt einzutauchen, dann wird das dein finaler Test sein. Mein finaler Test. Die ist da. Wow. Boss-Rush-Modus, oder was ist das? Wow, was? Cool. Also, Boss-Rush-Modus ist cool. Die sind aber schwächer als die eigentlichen Versionen, ne? Nein, falsch. Das kann ich nicht gebrauchen. Was hat der noch für eine Schwäche? Wir nehmen einfach mal das hier. Wobei, nee. Weiß nicht. Was hattest du für eine Schwäche? Erzähl noch mal kurz. Wasser. Wasser habe ich nicht. Komm. Na gut, ich hab dich eh gleich. Was für ein gemeiner Drache das in der Serie war, ja? Also, ungemein stark der auch war. Im Anime. Was? Ernst? Okay, Heilung. Nein, hinter dir. Deine Schwäche ist Licht. Da ist Licht. Bam! Mann, sind wir stark geworden. Aber es ist die erste Carla, oder? Die ja eigentlich der erste Boss war auch. Wer bist du? Klaus. Ich habe das Gefühl, du sollst mir bekannt vorkommen, aber ich habe so wenig Erinnerung an die Serie damals. Du bist eine Frau, oder? Verschwendung. Boss-Rush-Modus fetzt auf jeden Fall. Du fetzt, ja.
Komm her, Demon God. Wow, du nimmst so viel Schaden. du warst schwer. Licht, 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 Licht. Licht durchspammen. Welches Element zuerst? Das. Nein, ich habe falsch gewechselt. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ah, verdammt. Scheiße. Ich bin so aufgeregt ein bisschen. Schön. Ja, na da. Ole. Verdammt. Bye bye. Reicht das nicht? Komm. Okay. Level 3. Hero-Test. Ich nehme an, wir haben jeden Gegner noch einmal, selbst die, die wir mehr als einmal bekämpft haben, ne? Das heißt, Carla wird nicht nochmal kommen, oder? Aber bei vielleicht in so einer verstärkten Version vielleicht. Also in so einer danach quasi, nach dem Boss-Rush. Nehme ich an. Autsch. Fällt mir eigentlich, benutzt Pfeile gar nicht, ne? Lass mich. Was? Nein, 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 nein. Hallo. Lass mich. Nein! Wie oft willst du mich noch fesseln? Ah, mein Gott. Da kommt gerade Wind auf mich zu. Licht war gut gegen sie. Ach, zum Glück. Okay. Der Kampf war ein bisschen härter irgendwie. Wegen dem Fesseln. Jetzt kommt Ashram noch, ne? Heilung. Mana. Der auch noch. Der böse König bellt. Der Imperator. Gegen dich ist, Erde gut. Was? Erde. Bin gar nicht da. Nein, okay. Geschafft. Zum Glück kriege ich immer Heilung nach jedem Kampf. Jetzt wäre es nochmal eine Ecke schwieriger. Hey, Ashram. Diesmal habe ich sogar ein Element gegen dich. Könnte das sogar einfacher sein als der erste Kampf. Also sollte. Ich bin ja auch stärker. Die Richtung muss ich auch noch richtig machen. Verdammt. Nein, 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 nein. Mano! Ja. Lass mich bloß in Ruhe. Okay. Schweben ist gegen ihn sehr nützlich, ja? Ist mir vorhin noch nicht aufgefallen. Vielleicht sollte ich einfach eine andere Magie benutzen, weil die hier ist irgendwie gar nicht so gut, wie ich dachte. Was hatte er noch für eine Schwäche? Wasser habe ich nicht.
Nein. Was macht er? Ach, das. Ah, verdammt. Okay, okay, okay. Was? Ach, so. Erledigt. Wer kommt jetzt? Kommt noch wer? Ach so, die andere Form von ihm. Die einfacher war, ein bisschen. Licht ist jetzt gut gegen ihn. Na, okay. Ah, die Faser. Oh ne, einen war noch. Okay. Aber ist okay. Er ist eh gleich down, hoffentlich. Ne, okay. Yeah! Oh, ich kann mich nicht bewegen. Habe ich es geschafft? Finaler Test, hä? Erstmal speichern, ne? Also, bevor jetzt irgendwas anderes passiert, gehe ich erstmal speichern. Oh Mann. Okay. Das heißt, jetzt kommt hier noch Story und dann Epilog, oder? Oh ne, ja. Also, wenn ich sowas sehe, heißt das, dass es nochmal irgendwo hingeht, oder? Weiß nicht. Ein Bosskampf vielleicht noch? Er weiß. Höp. Oh. Interessant. Diese Welt ist gemütlich. Ich will hier für immer bleiben. Du auch, richtig? Das ist, weswegen du den Ort, zu dem du wirklich gehörst, weißt? Das ist, weswegen du den Ort, zu dem du wirklich gehörst, beiseite geworfen hast und diese Welt begehrst. Hey, Deed! Bist du entkommen? Was? Ah. Der einzige Ort für dich ist hier. Du willst diesen Ort nicht verlassen. Wenn du dich so fühlen würdest, wenn du so fühlen würdest, auch nur einmal, würdest du nicht länger hier bleiben. Geh dahin zurück, wohin du gehörst. Okay. Also, ihre Freunde reden ihr, selbst in ihrem Gedankenwelt reden ihr Mut zu. Huh. Aha. Es geht jetzt wie eine Spirale immer weiter nach innen hier, ne? Da oben. Liebe, Träume, Wut, Rache, das sind nur Ausflüchte. Was? Du hast nur versucht zu lernen, was am Ende der Reise liegt. Ein Versuch, deine Augen von dem, was? Von der Wahrheit, die du kennen musst, was? Deine Arbeit, deine Augen von dem zu schließen, was wirklich wahr ist, irgendwie so. Du versuchst, deine Augen zu verschließen vor der Realität in Angst. Irgendwie so. Hm. Wird dieser Kampf jemals enden? Diese Frage quält dich. Aber du bist es, die einen Kampf ohne Ende gewählt hat.
gewählt, eine Traumwelt sozusagen, eine imaginäre Welt. Also du bist es, die eine imaginäre Welt gewählt hat. Du. Wenn Abenteuer das ist, was du suchst. Ja. Alles, was du brauchst, alles, was du tun musst, ist aufstehen und nach draußen gehen. Wenn du dir wünschst, diese imaginäre Welt zu verlassen. Du musst nicht... was? Du musst nicht einmal in Betracht ziehen, in dieser Welt am Leben zu leben, in dieser Welt. Du siehst aus, als hättest du dich verirrt. Das war der gute König. Ha, Pan! Deed, komm schon. Warte, irgendwas ist falsch. Diese Welt. Meine Wahrnehmung. Meine Wahrnehmung, meine Erinnerung. Es ist. Wenn du mit denen leben willst, die du liebst, oder mit dem einen leben willst, den du liebst, musst du dich sofort vorbereiten. Du musst dich jetzt vorbereiten. Immediately. Sofort. Ja. Bereite dich vor. Mich vorbereiten. Mit dem einen sein, den ich liebe. Ich muss mich vorbereiten. Vorbereiten. What? Also ich nehme an, um diese Traumwelt zu verlassen, musst du dich umbringen. Das klang zumindest so. Ich glaube, wir werden jetzt gegen Palm kämpfen, oder? Meine Vermutung. Deed. Du bist gekommen. Diese Welt gehört dir und mir. Das Auge da ist sehr ominös. Nun können wir für immer zusammen sein. Pan, mein Ritter. Ich erinnere mich so deutlich jetzt. Du hast dein Leben verloren. Vor Jahren. Der richtige Du ist tot. Worüber redest du? Das ist unsere Welt. Du hast das Ende deines Lebens erreicht. In der passendsten Möglichkeit. Ich erinnere mich an alles. Wenn das so ist, dann... Wer bist du? Wenn gegen die Gesetze der Natur... aus meinem Wunsch, mit dir zusammen zu sein... Wenn mein Unterbewusstsein dich kreiert hat, dann... Dann muss ich beenden, was ich begonnen habe. Okay. Ich glaube nicht, dass wir sterben müssen, oder? Wow, cool. Wow. Autsch. Hallo? Memory. Dunkelheit ist gut gegen die. Erstmal muss ich mich ganz kurz heilen hier. Du kannst dich auch heilen, das ist ja interessant. Sack. Au. Na? Nein, nicht du. Macht er da jetzt? Er beschwört Sachen. Interessant. Oh, Und er heilt wieder. Typ.
Gegner bewegen sich sehr schnell hier. Nein, nicht die Attacke, bitte. Nein, Okay. Ich hoffe, ich hätte mich jetzt nicht töten müssen. Also. Gewinnen war schon richtig, oder? Das sieht zumindest richtig aus. Jetzt geht der eigentliche Kampf erst los? Wahrscheinlich. Oh. Hi, Pan. Warum? Warum akzeptierst du mich nicht? Du wolltest mich. Ich habe dich willkommen geheißen. Du hast deinen Test überstanden und nun wird dein Wunsch erfüllt werden. Und dennoch, warum? Das Auge, das wir ab und zu gesehen haben bei Cutscenes. What the? Warte mal. Was hat er? Nihil. Also Dunkelheit, Erde und Schatten sollte ich eher nicht nutzen. Gut. Okay. Uns geht's gut genug, glaube ich. Dunkelheit. Benutzen wir. Also das hier nicht und Dunkelheit nicht. Bleibt nicht mehr viel, ne? An Magie. Ey, das ist. Ich komme damit nicht klar. Dauernd hin ist jetzt wechselt. Okay. Mach nochmal. Scheiße. Okay. Ich hätte mich heilen sollen einfach. Oh, jetzt muss ich gegen die wieder kämpfen. Okay, aber wird der jetzt einfach einmal gemacht und weiß man ja, was einen erwartet. Falsch. Okay. Nein. Ich sollte nicht so viel Leben verlieren hier. Sieht nicht gut aus. Einfach mal chillen. Okay. Okay. Habe ich genug Leben? Weiß nicht. Kann er gleich einen Heiltrank schlucken. Dafür haben wir die ja gekauft. Weiß ich nicht. Soll ich trotzdem vielleicht Stein nutzen? Stein war ja nicht ganz so schlecht. Ja, es war erträglich. Es trifft mich trotzdem? Verdammt. Nein. Okay.
Nein. Nein, 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 nein. Okay. Wie viel Heilung haben wir noch? 5. Okay, also noch genug. Alles klar. Was? Wie soll ich dem denn da unterbleiben, ne? Okay. Okay. Ah, okay. Okay. Jetzt das wieder. Ja. Nein, ich habe nicht rechtzeitig gewechselt. Okay. Sieht gut aus. Es war besser als vorhin auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Was? Oh, das ist das gleiche, jetzt ist schwieriger. Komm, 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 komm. Danke. Nein. Oh, okay. Da jetzt eine neue Phase. Was zur... Wie soll ich dem denn ausweichen? Oh, oh. Mehr Schaden. Los, komm, 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 komm. Mehr Schaden machen, bevor er noch eine weitere Mechanik dazu kriegt. Nee, war falsch. Element richtig, okay. So, jetzt muss ich das... Okay. Gut, gut. Ganz ruhig. Wenn ich gestunt bin, kann ich hier Sachen machen. Cool. Bam! Ups, hast du noch eine Phase, hä? Komm her. Verdammt. Oh mein Gott. 48 bin ich jetzt auf einmal im Level. Was? War ich nicht gerade erst noch 38? Als ich das letzte Mal da hingeguckt habe zumindest. Wow. Diet, gehst du schon? Ja. Das ist, wo wir uns trennen. Aber du wirst für immer weiterleben, in meiner Erinnerung. Ah, ich sehe, du hast dich vorbereitet. Das ist eigentlich komisch. Wenn du dich dem Tod gestellt hast, was du gefürchtet hast, was du gefühlt hast. Ich hab's fast vergessen. Ich hatte es fast vergessen. Aber... ich wollte... Nee. Der... Nee. Das Wollen, das Wissen... Ich wollte, also, ne? Mit dir, Lodders, noch mal mehr bereisen zu wollen, wollte ich. Und alles andere mit dir, ja. Wenn ich das nur alles vergessen könnte, es wäre so viel einfacher. Ich bin nur weggerannt vor der Wahrheit. Pan, ich liebe dich.
Ist es morgen? Was ist passiert? War das alles ein Traum? Nein, die Berührung des Todes, die ich im Kampf gespürt habe, das war zu lebendig, zu real, als dass es hätte ein Traum sein können. Ich habe aber keinen Doppelsprung, ne? Also haben auch keine. Ha, das haben wir aber trotzdem. Wieder super schwer, das Schwert. Ah, das ist so knuffig. Jetzt versuche ich das aufzuheben. Ah, die Karte, ne? Interessant. Sind wir irgendwo auf der Karte? Nee. Wer bist du? Miss Deed! Es war so lang. Es ist so lang her. Wie geht's dir? Du siehst beschäftigt aus. Leaf? Also Blatt, ne? Hm. Mir geht's gut. Das ist schön zu hören. Du hast dich so lange weggesperrt. Die Elfenältesten haben gesagt... Was? At this rate? Wenn das so weitergeht, wirst du weggenommen, oder, ne? Wirst du sterben durch den Geist der Einsamkeit oder sowas? Geist der Einsamkeit? Ich hab mir die Details jetzt nicht genau angehört, aber anscheinend gibt es einen seltenen, super, super starken Geist. Irgendwie so. Naja, jedenfalls, ich bin froh, dass es dir gut geht. Hey, Leaf. Ja? Ich habe Pan gesehen. Und ich habe Carla bekämpft. Oh, und ich habe Shooting Star auch bekämpft, den Drachen, den Roten. Und ich habe sogar Belt gesehen. Ich habe mit König Kashu geredet. Miss Deed? Jeder kennt das Zeug. Oh, ich schätze, du hast recht. Sorry. Ich habe das irgendwie alles ein bisschen verwechselt. Naja, Menschen sind vergessliche Kreaturen. Aber mach dir keine Sorgen. Die Geschichte von Parn, dem Ritter von Lodos und der Lady Dietlit. Niemand hat das vergessen. Oh ja. Wegen dem Abenteuer. Warum packst du das nicht in einen Song? Warum machst du nicht einen Song daraus irgendwie? Dann können Leute das für immer singen und die Geschichte am Leben erhalten. Ein Song. Das ist eine gute Idee. Ich denke, das werde ich tun. Okay, dann ist es beschlossen. Ich bringe... Parchment ist ja nicht Blatt Papier, sondern irgendwie sowas in der Richtung, aber, ne? Also... Rollenpapier oder sowas. Also ich bringe was zum Schreiben und Tinte und so. Hm? Sofort. Jeder kennt das Zeug. Huh? Ist noch nicht zu Ende. Interessant. Treffen wir vielleicht noch einen der alten Bekannten, also der einen Gefährten wieder? Wer lebt denn von denen noch? Ich weiß ja nicht, wie lange das her ist jetzt irgendwie. Vielleicht Gim? Was? Ah, so ist das. Also ist das nur ich, der die nicht wissen wollte? Was? Am Ende der Geschichte von Parn, dem Ritter von Lodos. Parn. Ich werde deinen Song singen. Goodbye. Und danke, mein Parn. Danke dir. Das ist sein Grab, ja? Okay. Dietlit hat irgendwann ihre Augen geschlossen.
Als sie den Wind auf ihrer Haut gespürt hat, sie hat realisiert, diese Geschichte war kein Traum. Leute leben nicht in der Vergangenheit. Jetzt, da sie es weiß, kann sie weiter voranschreiten. Diese Geschichte wird weiter gesponnen. Okay. Dietlit in Wonder Labyrinth, Record of Lodoss War. Yay! Oh, es gibt mir die Credits. Muss ich das drücken? Nee, kommt automatisch, gut. Team Ladybug. wunderschöne Pixelart in dem Spiel. Also für ein... Ist das serious? Was? Okay. Für ein Metroidvania war es tatsächlich relativ kurz, was okay ist, vollkommen in Ordnung. Was war es jetzt? 6 Stunden? Waren das wirklich nur 6 Stunden? Weiß nicht. Vielleicht waren es auch länger und ich... Ha. Naja. Ja. Wurde auch viel neu, wie viel wieder benutzt. Das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört, so. Du hast halt doch zu wenig Monster-Varianz so ein bisschen gehabt. Und wir haben halt auch, ich weiß nicht, zum Best-of der Geschichten quasi gehabt in... Also ist nichts Neues gewesen eigentlich, ne? Aber das ist vollkommen okay. Das Spiel hat Spaß gemacht, war ein bisschen knifflig. Mit dem Hin- und Herwechseln der Elemente. Weiß nicht. Da macht mein Gehirn immer so einen Knoten im Hirn. Also da in den Windungen. Der macht mich nicht schlauer, gegen den anderen Knoten, die da sind. Sondern, nee, weiß nicht. Wenn ich dauernd hin und her wechseln muss, dann mache ich viele Fehler. Ne? Das, Ikaruga, ne? Ding, so, irgendwie dauernd wechseln zwischen zwei Elementen. Ja, aber im Endeffekt hat es Spaß gemacht. Man konnte viel cheesen, wenn man das richtige Element, also, was heißt cheesen? Man konnte das Element gut ausnutzen, je nachdem, gegen was man kämpft und dann Magie entgegenschmeißen oder das richtige Ding immer. Man musste zum Teil auch, weiß nicht. Ich hätte ja jetzt auch noch eine Weile rumlaufen können, immer wieder die gleichen Gegner töten können, damit ich aufgelevelt wäre. Dann wäre das alles bestimmt am Ende ein bisschen einfacher gewesen. Aber wahrscheinlich auch nicht viel. Tja. Also, war schon gut, dass wir Heiltränke gekauft haben gegen Ende. Die haben uns echt den Arsch gerettet. Sonst hätte ich ja noch die Bossmechaniken besser lernen müssen. Okay. Thank you for playing. Kurze Credits, schön. Wunderschönes Spiel. In einem kleinen Team. The End. Wie, The End? Und dann passiert danach noch was. Ach man. Lady Dietlit. Ein Zeitalter des Krieges ist wiedergekommen. Der Ritter von Lodoss ist, wird mehr gebraucht denn je. Ah? Was sagt die Frau da? Was? Ha? Wo bist du? The end. What?